Hey Leute, was geht? Wir sind wieder zurück und die Bombarde kann erstmal da warten. Der kann auch da warten. Mit dem hier rücken wir vor. Hopp, hopp. Super. So. Okay. Gehst mal ein Stück vor. Du gehst auch mal hier lang. Jetzt will ich wissen, was der versucht. Da hätte ich ja jetzt mal Interesse dran, was der da jetzt vorhat. So. Dann geht der hier auf jeden Fall hier drüben schon wieder an Land. Der rückt hier rüber vor. Dich befördere ich jetzt erstmal hier. Zack. So, was können wir denn hier bauen? Waffenkammer. Musketiere. Und dann können wir... Ich habe sonst noch nirgendwo einen, ne? Würde ich mir jetzt echt Hongkong mal schnappen. Ganz einfach langsam mal Hongkong unter den Nagel reißen. So. Der rückt natürlich weiter vor nach oben. Mit dem gehen wir jetzt auch mal in Richtung. In die Richtung nach oben. Würde ich mal sagen, du kannst da bleiben. Du rückst auch vor. Ich würde mir da halt echt Maskat schnappen, ne? So langsam, aber sicher. Okay, mit dem dahin gehen ist nicht das Problem, ne? So, rück mal vor, schieß mal drauf. Genauso du. Wer hier landen will, muss auch vorher schon ordentlich einstecken können. So. Ja, das ist jetzt aber doof. Na komm, geh mal hier hin. Ich kann, glaube ich, nicht über den Berg mit ihm rüberschießen, ne? So, du gehst wieder hier ins Wasser. Zack. Guti, Runde beenden. Wir werden sehen, was hier noch so auf uns gleich zukommt. Weil mit nur einer Truppe, das ist jetzt nicht so das Wahre, ne? So, rück mal vor. Du auch bitte. Weil ich werde jetzt nämlich direkt einmal zusehen, dass ich da oben den Krieg gegen wer hier Quito und so da oben auch mal langsam vorbereite. Du bleibst hier. Du gehst weiter nach oben. Zack, zack. Okay, er verpieselt sich. Warum machen Sachen? Soll er doch. Soll er sich doch verpieseln. Da hat er wohl gemerkt, dass er mir nicht gewachsen ist, was? Komme ich gar nicht an Land? Scheiße. Das ist jetzt aber doof. Muss ich echt bei ihm da an der Küste komplett lang, damit ich an Land komme? Das wird problematisch, würde ich mal sagen. Ja gut, dann ist erstmal der Gegner dran. Wir schauen mal, was der tut. Oh, geil, ich kann Siedler klauen. Ja genau, fahr mal weg. Du sonst stehst du mir nur im Weg rum. So, du gehst in die Stadt. Zack, zack. Ja, weiter vorrücken kannst du eh nicht. Du kannst nach dahin. Du gehst hier an Land. Du bleibst da. Dann machen wir hier...
Ah, das ist ja toll. Überall tiefes Gewässer, da kann ich noch nicht so viel mit anfangen. So. Oh, ich muss ums tiefe Gewässer rum, ne? Fällt mir gerade auf. Nicht so geil. Ja gut, dann fahren wir erst mit dem hier. Und danach ziehen wir den hinterher. Dann. Kann ich mir den gar nicht schnappen? So, ah, weil es tiefes Gewässer ist. Warum? Wenn ich jetzt nicht weiter schlimm, dann gehe ich halt da oben an Land. Ja, genau. Fahr mal nach unten. Fahr mal schön in Richtung meiner Truppen. Er schippert da mit seinem Gedönse da durch die Gegend. Ist dann auch in Ordnung. Puh. Ja, die Lage wird jetzt langsam ernst da drüben. So, dann gehen wir hier hin. Du rückst wieder weiter vor nach oben. Genauso wie du. Und überall ist tiefes Wasser. Hopp, hopp. Dann gehen wir da nach oben. Hier gehen wir weiter nach oben. Ich werde auf jeden Fall oben landen und dann mich von oben nach unten durcharbeiten. Das ist auf jeden Fall gerade der Plan. So. Zweimal lasse ich mich nicht an der Stelle da besiegen. Ja, komm, wir gehen oben lang. Wir machen das safe. Weil ich habe ja schon einiges an Truppen verloren, ne? So. Beenden wir mal die Runde. Der Gegner ist dran. Schauen wir, was er tut. Okay, da ist auch noch eine Stadt. Alice Klärchen, Pupärchen. So, erstmal hier wieder vorrücken. Hopp, hopp. Hm, wie weit kann er? Bis da. Dann mach das mal. Du bleibst auf jeden Fall da. Du baust hier eine Stadt. Erst den hier. Hopp, hopp. Immer schön vorrücken. Keine Müdigkeit vortäuschen. Immer weitermachen. So, du gehst mal dahin. Du kannst dahin gehen. Du gehst jetzt hier an Land. Ii. Ach, Mist. Hätte ich vielleicht doch nach unten sollen. Ich muss jetzt halt echt gucken, wie ich das Ganze regle, ne? Gut, dann kann ich in Mainz kann ich wieder was bauen. Und zwar bauen wir hier ein Handelszentrum hin und das machen wir genau dahin. So, Runde beenden. Entschuldigt. So. Hier rüber, weil ich muss hier gleich über die Flüsse rüber. So. Ich frage mich, was stellt er sich so an? Weil es angrenzt wurde. Wow. Kann ich hier? Ja, kann ich. Wunderbar. Mach mal. Wir gehen mal direkt in den Angriff über. Guck mal hier. Dann können wir hier schon mal an Land gehen. Wunderprächtig. Ja, was mache ich jetzt mit dem hier? Ich rück hier mal vor. Nein. Das war verkehrt. So, aufwecken den hier. Machen wir mal so. Du musst noch mal warten. Dann muss ich hier oben rum.
Wenn wir hier erstmal landen, also was ergriffen haben, dann wird das, glaube ich, alles ein bisschen einfacher. Gut, machen wir Stadtmauern. Gut. Wunderbar. Jetzt bin ich gespannt, was sie da oben tut. Fördern. Oh oh. Ganz ungeil. Nein, Alter, das ist nicht wahr. Das ist jetzt nicht dein Scheiß Ernst. Oh, fuck. Industriezeitalter. Yay. Wenn die Fakten... Man ja, darf den ja. Das kann ja noch witzig werden. Das kann da ja noch richtig witzig werden. Ernsthaft, ich kann da unten nicht lang, weil warum auch immer. Direkt so vorrücken. Den Kram lasse ich mir nicht gefallen. So, dann können wir schon mal direkt, dass er dann darauf geht. Du gehst hier lang. Göttliches Recht, bitte. Zack. So, gucken. Was macht er jetzt? Okay. Er marschiert darüber. Alter! Wie viele Truppen hast du bitte? Einfach what the fuck. Ey Junge, jetzt verpiss dich da. Du gehst mir da oben so ein bisschen auf den Senkel. Okay, ich werde noch mehr Truppen da brauchen. Geht nicht anders. Es geht nicht anders. Nee, nee, nee. Puh, 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 puh. Das Ganze ist natürlich Kampfschläge bei Verteidigung. Machen wir mal das. Gut, auf jeden Fall gehst du mal an Land. Du gehst auch mal näher ran. Wie die schon mal fast weg. Gut. Ja, rekrutieren. Ja, ja, ja. Ist in Ordnung. Genau den falschen gewählt. So. Es wird allmählich... Puh. Und die hat anscheinend ein verdammt großes Reich. Voilà, da kommen noch mehr. Das wird noch witzig. Ja, du bleibst auf jeden Fall da. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, wir machen das in der nächsten Folge weiter. Wir schauen einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt, weil im Moment sieht das so aus, als wenn ich den zweiten Angriff da oben auch nicht überstehen kann, weil, Alter, die hat einfach, ja,
Die hat ein verdammt starkes Reich, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Gehabt euch wohl. Ciao mit V.